Hey ho! Tja Leute, heute, beziehungsweise ich sitze schon beim Video bearbeiten und habe mir gedacht, jetzt muss ich doch noch einen anderen Vorspann machen. Und zwar mit dem richtigen Titel, wie man Zwiebel-Bacon-Brot nicht macht. Ja, richtig. Ich habe es total verkackt und ja, werde das Video etwas zusammenkomprimieren. Also nicht alles, was ich aufgenommen habe, zeigen und hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei und am Ende vom Video sage ich noch, wie es damit weitergehen wird. Also es gibt noch einen Versuch. Film ab! Hey ho, meine Lieben! Endlich mal wieder ein neues Video. Warum kam in der letzten Zeit nichts? Na, ganz einfach, ich mache ja meine Videos, wenn ich uns hier was zum Essen mache. Und tja, ich habe die ganze Woche nichts gemacht, nichts machen müssen. Warum? Ja, sag mal, Fresspakete, die ich bekommen habe, muss ja auch gegessen werden. Das Zeug soll ja nicht schlecht werden. Also, zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ja, und wir haben genügend so zum Essen gehabt. Dann hat Schatz noch eine Suppe gemacht. Da haben wir jetzt auch 3 Tage lang dran gegessen. Und naja, aber heute machen wir ein leckeres Zwiebelbrot mit Bacon. Ich probiere es einfach mal aus, das Ganze im Dutch Oven, ob es was wird oder nicht, ich habe noch keine Ahnung, ich habe mal ein ganz einfaches Rezept rausgesucht, ich bin kein Bäcker, aber probieren tue ich es trotzdem, aber bevor wir mit dem Ganzen anfangen, es kam nochmal ein Paket vom Frank Moritz oder Moritz Frank, ich sage jetzt schon mal Dankeschön und ich habe noch keine Ahnung, was da drin ist, aber gehen wir rüber, packen wir es aus und wir werden sehen. So Leute, ich kann ehrlich gesagt den Moritz jetzt auch nirgends zufügen. Bitte in die Kommentare schreiben, dass ich wirklich weiß, von wem das kam. Das wird mich schon interessieren. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass man hier nicht die Adresse von ihm sieht. Weil meine Adresse ist ja relativ wurscht. Die kann jeder einsehen. Ah, es kommt schon mal ein Brief raus. Geil, geil, geil. Aber schnell mal die Cam auf mich. Ich lese euch mal vor. Lieber Grilljunkie, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. In diesem Paket findest du selber gemachte Schmankerl. Da haben wir es wieder. Und zwar Rauchfleisch vom Bio-Schwein. Ein sehr geiles Stück. Ich glaube, das könnte man fast schon für unser Speckbrot verwenden. Oder ich nehme den, was ich noch da habe. Nee, der muss auch weg, bevor der schlecht wird, der Bacon. Dosenwurst, ebenfalls vom Bio-Schwein. Leberwurst. Schinkenwurst. Und Paprika-Leona. Haha, genau richtig. Geil, super, danke. Ja, das Schwein wog bei der Schlachtung 150 Kilo und hatte ein erfülltes Leben mit sehr viel Auslauf. Schön, schön. Ich hoffe, es schmeckt dir und deiner Frau. Ich schaue regelmäßig deine Videos und verfolge deinen Kanal seit 2018. Das sind auch schon bald 3 Jahre wieder. Besonders gern schaue ich deine Grillkota-Videos an. Freut mich. Müssen wir unbedingt wieder mal was machen, denn du bist der Beste, mach weiter so, lass dich ordentlich feiern und trinke am Samstag mit Jack Cola auf dich. Grüße auch an Patricia und dein Schatzi. PS. Das Rauchfleisch eignet sich gut für Grillvideos. Liebe Grüße, Moritz aus Erbach. Ha. Moritz, vielen, vielen, vielen Dank. Also, Moment. Jetzt muss ich sagen, leider habe ich noch den Bacon da.
Ansonsten hätte ich jetzt den verwendet für das Brot, aber der muss unbedingt weg, weil ansonsten wandert der in die Tonne und das möchte ich nicht. Aber vielleicht ist ja das Zwiebel-Bacon-Brot so geil, dass ich nochmal eins mache und dann verwende ich den natürlich. Ja, ich freue mich drüber. Vielen, vielen, vielen Dank. Gib dich doch unter dem Video zu erkennen, damit ich weiß, wem ich das zu verdanken habe. Freut mich echt geil. Ja, aber jetzt packe ich das schnell auf die Seite und dann kommt schon die Zutatenübersicht. Attacke. Hier haben wir sie schon, unsere Übersicht. Viel brauchen wir eben nicht. Unseren Bacon. Ich glaube, ich werde den kompletten noch mal ein bisschen kleiner schnibbeln, einfach, dass es kleinere Stücke sind und nicht so riesen Würstle. Der wird dann mit der klein gehackten Zwiebel und ein klein bisschen Butterschmalz in der Pfanne angebrutzelt. Dann brauchen wir 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver. Eigentlich wollte ich ja zuerst was mit Hefe machen, aber ich habe gesehen, wir haben keine mehr im Kühlschrank und extra fahren tue ich jetzt nicht. Ja, dann 250 Milliliter Wasser, ob wir das komplett brauchen, werden wir nachher sehen. Dann 3 gestrichene Teelöffel Salz und ein Teelöffelchen mit Majoran. Majoran. Also Majoran muss, ja, ihr wisst, was ich meine. Gut, ich werde jetzt den Bacon und die Zwiebeln klein hacken und dann in der Pfanne anbrutzeln. Naja, in der Zwischenzeit, während es da drüben vor sich hin brutzelt, messen wir schon mal unsere 500 Gramm Mehl ab. Ja, Tüte leer, 514 Gramm. Da tun wir dann hier gleich unser Salz und den Majoran mit rein. Backpulver. Und dann können wir das Ganze schon mal ein bisschen vorkneten. Ja. Schauen wir mal, ob wir das Ding hier rüber kriegen. So. Ach, weg mit der Waage hier. Kriege ich mal circa die Hälfte von dem Wasser mit rein gleich. Ja Leute, dann wäre es soweit abgekühlt. Ich mache das jetzt hier einfach mal schnell auf, um das leichter einzufüllen. Also ein klein bisschen warm ist es noch. Spielt keine Rolle mehr. Ja, dann lassen wir den Teig jetzt noch mal ein paar Minuten kneten. Und danach geht es auch schon weiter mit dem Teig. Wenn wir den weiterverarbeiten. So, und jetzt kann es lustig werden. Ein bisschen klebt er noch. Ein bisschen, aber nicht viel. Ja, doch ein bisschen viel. Macht nix. So. Und jetzt mache ich nämlich das, was wir von der Bams her kennen. Den Teig ein bisschen unter Spannung setzen. Warum mache ich das? Weil ich das von der Bams her kenne, wie gesagt. Schauen wir mal, wie geil das Brot hinterher wird. Ob das jetzt bei einem Brot unbedingt sinnvoll ist, ob man es machen muss, keine Ahnung. Ich mache es einfach. Und das machen wir schnell hier drüben. Und Leute, vertraut mir nicht. Ich weiß auch nicht, was ich tue. Absolut nicht. Aber ich probiere es einfach. Ja. Ups. An die Kamera gestoßen. So, das war's. Lass mal hier die Schaufel aufräumen. Deckel drauf. So darf das jetzt noch ein paar Minütchen liegen, bis draußen die Kohlen angefeuert sind. So Leute, dann wären wir hier soweit. Lass mal die Kohlen auskippen. So, schauen wir mal, wie das Brot. Ja,
nicht mehr viel aufgegangen. Tja, und dann verteilen wir die Kohlen, wie gesagt, hier außen rum. So halber bis dreiviertel unten rein. Und den Rest oben drauf, außen rum. So, gibt da gute Wärme ab. Wir haben es jetzt 3:45 Uhr. Also 15.45 Uhr. Und rein theoretisch sollte das Brot so 1,5 Stunden brauchen. Wir werden zwischendurch einmal kontrollieren und mal mit dem Holzstäble dann die Anpieksprobe machen. Tja, was soll ich sagen? Und dann sehen wir weiter. Jo, 1,5 Stunden später. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ding noch nicht fertig ist. Aber das werden wir gleich sehen. Ne. Hängen bleiben tut nichts. Aber das ist definitiv noch nicht fertig. Aber wir könnten jetzt einmal die Kohlen weiter in die Mitte tun. Vielleicht kriegt man es ja doch noch schön knusprig. So. Gut. Verlängerung. Insgesamt waren es jetzt ja 2 Stunden und ein paar zerquetschte. Und wenn es jetzt nicht fertig ist, wird es gar nicht mehr fertig. So. Jo. Heiß. Schnell aufs Gitter gelegt und so sieht das Zwiebelbeckenbrot jetzt aus. Das lassen wir jetzt richtig schön abkühlen und ja, später dann machen wir damit noch eine schöne Brotzeit. Yummy. Da wären wir. Mein Brot. Tja, wie ich das nächste Mal machen werde, sage ich dann nachher noch im Fazit. Hier habe ich noch eine leckere Big Tuck Zwiebelmettwurst, meine letzte von denen, und der Butter. Und jetzt schneiden wir erstmal das Brötchen hier an. Und schauen, ob das überhaupt was geworden ist oder ob ich das andere Zeug wegräumen kann wieder. Oh Mann. Plopp. Gefällt mir irgendwie gar nicht. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Mal sehen. Schau dir das mal an. Ihhh, was hast du denn da gemacht? Wie lange hast du denn das gebacken? Wie lange hast du denn das gehen lassen? Zu kurz. Naja, der Michi ist der Bart zippig. Lass mal sehen. Gib es mal. Nee, das ganze Brot, ich möchte sehen, was du da gemacht hast. Das ist nicht aufgegangen. Hast du Hefe, ne? Ne, mit Backpulver. War so das Rezept. Wie lange hast du das knetet? Schon eine Weile. Dann hast du es verknetet. Das darfst du nicht so lange kneten. Ich bin kein Bäcker. Also das kannst du. Also die tue ich wieder weg. Tja, Leute. Schmecken wird es ja eigentlich ganz gut. Aber das so war jetzt mal ein Griff ins Klo. Ich glaube, aufessen werde ich es trotzdem.
zumindest zum Teil. Naja. Also innen so etwas speckig. Schatz sagt, ich habe das tot geknetet. Ich werde nächste Woche auf alle Fälle nochmal ein Speckzwiebelbrot machen. Oder Beckenzwiebelbrot. Aber das Ganze dann mit einem Hefeteig. Und da darf Schatzi dann drauf aufpassen, dass ich nicht wieder Murks baue. Mhm. Schatzi, machst du das dann? Was? Hat nicht aufgepasst, ist mit dem Handy beschäftigt. Ich sagte, ich mache nächste Woche nochmal eins mit einem Hefeteig. Und du musst darauf aufpassen, dass ich keinen Murks baue. Ja, ja. Ja, ja. Hm. Wir wissen ja, was ja, ja heißt. Gut, Leute. Es kann nicht immer alles klappen. Mit dem Backen sowieso. Ist halt mal so. Auch wenn es schmecken würde. Warten wir es ab. Das nächste Video. Oder das übernächste. Zwiebelbrot mit einem anderen Teig. Aber das kommt auf alle Fälle noch. Bis ich eine perfekte Mischung habe. Oder ein perfektes Rezept. Leute, wir sehen uns. Ich hoffe trotzdem auf Daumen nach oben und naja, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.